Hi Leute und willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute soll es darum gehen, was spirituelle Gründe für eine vegetarische oder sogar vegane Ernährung oder sogar rohköstliche Ernährung sind. Ja, das Thema brennt schon ziemlich lange, mir liegt mir auf der Zunge und wollte ich schon länger mal ein Video zu machen. Und ja, ich habe jetzt schon so viele Videos gesehen mit ethischen und moralischen und gesundheitlichen Gründen für eine vegane oder vegetarische Ernährung oder sogar rohköstliche. Und da dachte ich mal einfach, dass ich das aus einer anderen Sichtweise beleuchte, aus einer Sichtweise, die ich sonst jetzt noch nicht so häufig gesehen habe im Internet, was vielleicht auch noch ein bisschen, ein bisschen anders wirkt und wissenschaftlich vielleicht momentan auch noch nicht 100% belegbar ist, aber wo doch viele Menschen auch dran glauben und ich auch dran glaube. Und ja, da wollte ich einfach euch mal meine Gedanken mitteilen. Ja, spirituelle Gründe für so eine Ernährungsform. Was könnten das sein? Dafür müsste ich ein bisschen weiter ausholen. Einige kennen das vielleicht schon, wo ich jetzt drauf eingehe erstmal. Dazu müsste man sich aus spiritueller Sichtweise, also ich habe mir eine eigene Sichtweise mit der Zeit entwickelt, die aus verschiedenen Stories, die ich in Büchern und Videos gelesen habe, über Quantenphysik und andere Thematiken, habe ich mir so mein eigenes Bild über die Entstehung der Menschheit und warum wir hier sind und mit den Fragen, mit den W-Fragen und allem so mein eigenes Bild zusammengestrickt. Und auf das Bild will ich mal kurz heute eingehen, weil das eine gute Überleitung dann ist zu der Begründung, zu den Gründen dafür, auf die ich dann zum Schluss zu sprechen komme. Ja. Mein Weltbild sieht so aus, dass ähnlich wie es in der Quantenphysik gesagt wird, dass es noch eine Ebene unter den Atomen gibt, quasi, dass es noch was Kleineres gibt, so eine Energieform, quasi so eine Art Bewusstsein, die in jedem Atom, sagen wir jetzt mal einfach vereinfacht ausgedrückt, in jedem Atom ist so eine Art Bewusstsein drin, eine Art von Energie. Also alles, was es auf der Erde gibt, hat eine Art von Bewusstsein. Sei es jetzt ein Stuhl, sei es jetzt unser Schuh, sei es eine Hose, sei es ein Baum, sei es irgendwas, was wir essen, sei es ein Mensch, sei es ein Tier, sei es das Wasser, das wir trinken, sei es die Luft, die wir atmen. Alles hat irgendwie eine Art von Bewusstsein gespeichert, irgendeine Energie, etwas, was wir nicht sehen können. Aber was dennoch da ist irgendwie. Ja, und diese Art von Energie kann bestimmte Sachen speichern. Auch meiner Meinung nach auch Emotionen. Und ich will da jetzt nicht zu tief ausufern. Da könnte ich jetzt stundenlang Videos drüber machen, aber das ist der wesentliche Punkt. Ich finde, diese Energie kann auch Emotionen speichern, Erinnerungen speichern und ja, das ist im Prinzip auch das Wesentliche, was ihr jetzt da wissen müsst, an Hintergrundwissen. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass jedes Lebewesen hier auf der Erde quasi diese Energie in sich trägt und darin Emotionen speichert, Erinnerungen. Und wenn wir jetzt mal eine Stufe weiterdenken, dass auch Tiere, nicht nur der Mensch, diese Energie in sich gespeichert haben oder hat. Und zu jeder Zeit, wenn dieses Lebewesen lebt oder wenn diesem Lebewesen irgendetwas zustößt, widerfährt, in dieser Energie, das auch irgendwie gespeichert wird, dieses Bewusstsein, das wahrnimmt, dann kann man noch mal eine Stufe weiterdenken. Was ist jetzt zum Beispiel mit den Tieren, die in den Schlachthäusern human getötet werden? Nur damit es die Bedürfnisse von den Menschen
damit die Bedürfnisse von den Menschen gedeckt werden, die Fleisch essen wollen. Ja, Fleisch essen wollen, in jeglicher Form. Was ist dann mit diesen Tieren, die dann da Todesqualen leiden müssen? Und was weiß ich nicht, für Schmerzen ertragen müssen und gefoltert werden, wenn man das jetzt aus menschlicher Sicht betrachten würde, ist es Folter, was da passiert. Was ist dann mit den Emotionen, die diese Tiere da spüren? Wenn man jetzt an diesem Bild weiter festhält, dann müssten diese Energien auch diese Emotionen von den Tieren speichern. Und ich finde das einfach schrecklich. Ja. Aber der schreckliche Punkt kommt jetzt erst noch. Wenn man jetzt im Supermarkt geht und dann diese Energien wieder kauft von den Tieren, die getötet wurden, und die dann aufnimmt, werden diese Energien durch die Verdauung, werden diese Energien wieder aufgenommen, werden ein Teil von einem. Das Bewusstsein wird ein Teil von deinem eigenen Bewusstsein. Die Emotionen, die diese Tiere gehabt haben im Zeitpunkt des Todes, die werden ein Teil von dir. Die Ängste, alles, was das Tier gespürt hat, wird ein Teil von dir. Du kannst dich da nicht draus rausreden nach dieser Anschauung, die ich vertrete und auch viele andere. Diese Energie wird dann ein Teil von dir. Und ich finde diese Vorstellung einfach grausam, widerwärtig und einfach nicht schön. Wenn ich jetzt schon so weit denke und mir klar ist, dass bewusst ist, dass ich dadurch Leid von Tieren in mir selbst aufnehme, da kann ich nicht mehr verstehen, warum Menschen dann trotzdem immer noch so unbewusst sind und dann sich das Fleisch täglich reinziehen. Nur weil sie nicht mehr den Zusammenhang sehen zwischen Tier und das Endprodukt, was sie aufnehmen. Aber nee. Wenn man jetzt mal in dieser Vorstellung denkt, ne, dann alles wird ja ein Teil von einem. Und wenn dieses Bewusstsein von den Tieren auch ein Teil von mir wird, das möchte ich einfach nicht. Ich möchte sowas Negatives nicht auf mir nehmen. Ich habe immer die freie Wahl, was ein Teil von mir wird. Und das ist ein Punkt, wo ich dann sage, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht unterstützen. Jeder hat immer die freie Wahl, wie er sich entscheidet. Und das ist einfach ein Punkt für mich, wo ich dann sage, nein. Ja, und so ist im Prinzip meiner Meinung nach erstmal die spirituelle Sichtweise. Und daraus erschließt sich auch schon die Begründung, warum eine vegane oder zumindest vegetarische Ernährung sinnvoll wäre. Weil man einfach, vor allen Dingen durch das Fleisch von getöteten Tieren, nimmt man die ganzen negativen Emotionen, das Bewusstsein auf von den Tieren. Und das möchte man einfach nicht, wenn man schon auf diesem hohen Bewusstseinslevel ist. Das bremst einen aus, das zieht einen runter und nee, das möchte ich einfach nicht. Und das möchten viele andere auch nicht. Da kann man jetzt sich jetzt drüber streiten, ob die vegetarische Ernährung, also sprich Milchprodukte, sinnvoller wären. Ich persönlich sehe es nicht so an, weil, okay, das Tier wird jetzt nicht getötet, diese Energien werden in dem Bewusstsein nicht gespeichert in der Milch, aber dennoch geschieht da eine gewisse Art von Gewalt. Die Milch wird gewaltvoll zum Beispiel dem Kalb jetzt entzogen. Eigentlich ist die Milch für das Kalb gedacht gewesen. Das ist doch schon pervers an sich, wenn man sich jetzt darüber nachdenkt, dass wir als Menschen die Milch von einem anderen Säugetier trinken, die gar nicht für uns bestimmt ist, sondern für Kälber, die dann wiederum mit irgendwelchen anderen Sachen vollgepumpt werden, nur damit die schnell wachsen.
vielleicht auch wieder schnell Milch tragen und dann in ein paar Jahren wieder geschlachtet werden und diesen Kreislauf unterstützen. Also ich finde, da ist auch eine Art von negative Energie, die da reinfließt. Also für mich, eine vegetarische Ernährung ist auf jeden Fall der erste sinnvolle Schritt, den man gehen kann, aber irgendwann wird man sich, glaube ich, dessen bewusst, dass eine vegane dann noch sinnvoller ist. Ja. Rohköstliche wäre dann der nächste Schritt, wenn man... Ja, das ist ein anderer Punkt. Ich will jetzt nicht so lange darüber reden. Aber vegan und vegetarisch ist auf jeden Fall so Step-by-Step das Sinnvolle, was man machen sollte, wenn man auf der spirituellen Schiene denkt und sich dort weiterentwickeln möchte. Dann bremst einen die Ernährung einfach aus, finde ich. Das ist meine Meinung so. Ja. So viel zu meiner Meinung. Mich würde mal eure Meinung interessieren, wie ihr das so alles seht, wie eure Betrachtungsweise so ist. Habt ihr auch schon mal so über die Thematik nachgedacht, ob man irgendwelche Energien aufnimmt, wenn man jetzt Fleisch isst? Das heißt jetzt nicht, dass ihr Fleisch essen würdet oder so, aber ihr seid ja auch Vegetarier oder Veganer. Ja, ich wünsche euch dann noch einen schönen Abend oder Tag oder je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und bis zum nächsten Mal.